Tag zusammen und ein donnerndes Frischauf aus dem Hünxer Wald. Und zwar sind wir heute am 3. Advent im alten Munitionsdepot im wunderschönen Hünxer Wald unterwegs. Das war damals mal ein ausgesprochener Lost Place mit vielen alten Bunkeranlagen und so weiter und so weiter. Und mittlerweile ja, ist das ein wunderschönes Naturschutzgebiet zum Spazierengehen. Und man kann immer noch so die alten Spuren von damals auch noch erahnen. Alles nicht mehr zugänglich und fein säuberlich verschweißt, aber ein Biotop für jede Menge Getier. So, wir spazieren einfach mal so eine 7-Kilometer-Runde. Mitten durch die Pampa, ne? Auf geht's! Und da ist auch schon einer, wunderbar mit Graffiti verziert. Und es sieht so aus, als würde man da mal eben anklopfen können, aber ist nicht. Weiter gehen wir aber mal nicht. Winke, winke. So, was ist das denn hier alles? Ach, gehen wir mal nicht weiter, ne? Wer weiß, was hier noch so auf mich wartet, ne? Auch ziemlich viel Viehzeug unterwegs hier. Ah, Paar und Dorn. Ah. Puh. Fertig. Puh. Endzeitstimmung pur. Aber so richtig erleben will man das echt wirklich nicht mehr. Trotzdem hat das ja auch irgendwie immer eine gewisse Anziehungskraft, und da kann ich ja auch irgendwie diese ganzen Urbexer und Lost Placer irgendwo gut verstehen, aber man darf sich und andere da echt nicht in Gefahr bringen. Also das ist wirklich nicht ohne, wenn man da rumkrabbelt. Aber aufregend ist das schon irgendwie, ne? Aber mir reichen die Mini-Abenteuer völlig aus. ja, wir haben dann mal das Militärgelände so ein bisschen verlassen. Da ist wirklich die Hölle los. Schon fast gedacht, da wäre irgendwie eine Truppenübung. Ne, unheimlich viele Spaziergänger, Hunde. Von daher geht es jetzt hier schön durch den Wald in einer etwas längeren Schleife und dann kommen wir nachher wieder auf dieses Militärgelände zurück. Von daher ist das auch hier wesentlich pittoresker. Ganz akkurat drüber. Du musst springen, das ist ein Doppelochser. Dann liege ich auf der Fresse. Dann liege ich auf der Fresse. Oh, ein Thron. Oh mein Gott! Die Rede von Nation, aber keiner hört mir zu. Finde ich nicht gut. Corona-bedingt sind alle zu Hause geblieben. Der eiserne Thron. Der Winter naht. Oh. Da sind wir auch schon am Ende unserer bunkerrunden Forstwegwanderung, möchte ich sagen. Und sind jetzt knapp 8 Kilometer unterwegs, haben naja, fast nicht mehr den Ausweg gefunden. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hier gerade bin. Und wenn mich jetzt Frau Schatz hier nicht irgendwie befreit, dann muss ich, glaube ich, hier schlafen, weil dann wird gleich dunkel. Also ich habe auch gar keinen Empfang hier mit dem Handy. Hallo!